Ein Sonntagsausflug zur Bundesstraße 96 zwischen Zittau und Bautzen. Seit 9 Wochen steht hier am Wegesrand eine Melange aus enttäuschten, wütenden und Verschwörungsfans. Die neue Form des Protestes ohne Worte. Schönen guten Tag, wir kommen von Spiegel TV. Warum stehen Sie denn heute hier? Stiller Protest, weiter sage ich nichts. Was bedeutet denn stiller Protest? Ich sag nichts dazu. Kein Kommentar. Sind Sie denn überhaupt? Das ist eine stille Demo, das braucht man nie erklären. Doch nicht alle bleiben stumm an diesem Morgen. Einige brauchen nur Sekunden, um voll aufzudrehen. Nimm die Kamera weg, du Vogel, sonst klatscht es. Du hast mich doch zuerst gefilmt. Ganz ruhig. Verpisst euch, was ist los hier? Der Dialog endet mit einem Faustschlag für unseren Reporter. Die Ablehnung der Demonstranten ist weit gefächert. Man fühlt sich benachteiligt und neuerdings auch bevormundet. Von allen und jedem. Über alles. Maske. Nicht hier stehen sollen. Das hat keinen Sinn. Ja, alles wird bestimmt. Kein Urlaub mehr, unter welchen Bedingungen. Man hat ein Leben lang gearbeitet und die letzten Jahre nur bestimmt zum Kotzen. Diffuse Ängste vor Zwangsimpfung, Handystrahlen und natürlich vor Bill Gates machen die Runde. Weltweite Verschwörungen, die am Straßenrand der Gesellschaft gut gedeihen. Angefangen hat der Unfrieden aber wohl mit den Corona-Maßnahmen der Regierung. Ich glaube nicht an Corona, das ist halt einfach so. Ich halte die Maskenpflicht für falsch, aus medizinischen Gesichtspunkten. Wenn ich dort reinhuste und das Zeug wieder einatme, dann kann das nicht gesund sein. Aus dem Grund bin ich hier. Es ist die Demokratie, mit der viele hier zu hadern scheinen. Als die Lausitz noch zur DDR gehörte und an der Spitze noch die SED regierte, war offenbar alles besser. Ist doch gut. Mehr brauchst du nicht sagen. Ne? Ich bin auch ein gelernter DDR-Bürger. Wir hatten vor allem auch ganz andere zwischenmenschliche Beziehungen wie das heute. Heute zählt ja nur eins. Früher zählte manchmal, hilfst du mir, helfe ich dir. Hast du was, hat der was? Oder kennst du ihn, der was weiß? Ne? Wir sind keine Nazis, brauchst du nicht denken hier, dass wir Nazis sind. Genau. Nee. Und wir haben mit Gewalt und Ähnlichem nichts am Hut. Nee. Ordnung will ich haben. Genau. Ordnung. Und ich stelle mir die Frage, wer alles bezahlen soll hier. Hast du jetzt gesehen, dieses in Frankfurt überall, die verwiesen dort in Polizeier, springen die an. Und am Ende muss sich der Polizei vielleicht noch rechtfertigen. Genau, sich noch entschuldigen. Ne? No. Und dann fangen sie ein und dann am nächsten Tag lassen sie wieder frei. Dass an diesem Tag noch ganz andere Symbole gezeigt werden, scheint niemanden zu stören. Darunter etliche Reichsflaggen. Ich habe hier die Fahne des Deutschen Reichs, weil die steht für Einigkeit, Recht, für Freiheit, für Ordnung, für Sicherheit und natürlich auch, dass man stolz sein darf auf sein Land, steht drauf. Aber unter dieser Flagge gab es auch den Ersten Weltkrieg? Unter dieser Flagge nicht. Die Fahne steht eher für mich, für Frieden. Ja? So wie es im Deutschen Reich war. Volkswirtschaft, Volkswohlfahrt. Wenn man überlegt, sich was alles geschaffen wurde im Deutschen Reich, diese ganzen Aussichtstürme wurden gebaut, wie man auch kennt, Bismarcktürme, Berggaststätten, Bergbauten, Parks wurden angelegt. Alles das, was das Volk erarbeitet hat, wurde auch dem Volk zurückgegeben. Irgendwo. Nach einer Stunde ist der neue deutsche Volksspuk wieder vorbei. Rund 200 Bürger durften damit ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung nachkommen. Eigentlich doch ganz schön, diese Demokratie.